Hilfe, ich leide unter Pornosucht. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Wir sind Christina und Walter Hommelsheim und wir wollen mit dir heute über das Thema Sucht, aber ganz besonders über das Thema Pornosucht reden, was ja nur eine Art von Sucht ist, wie wir schon gesagt haben. Es gibt viele Arten von Süchten und heute geht es ganz speziell um einen Zuhörer, der die Frage gestellt hat. Genau, die möchte ich euch kurz vorlesen. Hallo, ich habe immer das Gefühl, alle Erwartungen der Gesellschaft erfüllen zu müssen. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und habe da einen inneren Struggle mit mir selbst. Ich wohne alleine und ich brauche das derzeit noch. Das andere ist, ich finde auch noch andere Menschen attraktiv und kämpfe so dagegen an. Bei mir ist es so, dass ich eine Pornosucht habe und dieser Struggle das alles noch viel schwerer macht. Ich bin mir dieser bewusst und weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich würde so gerne meine Gefühle teilen. Vielen Dank für euren Podcast und ich freue mich auf euer Feedback. Ja, wir beide denken, so haben wir uns vorhin im Auto drüber unterhalten, dass dieses Thema Pornosucht tatsächlich den einen oder anderen interessiert. Vielleicht bist du noch gar nicht so in dieser Sucht drin, dass es wirklich so zwanghaft ist, aber du merkst so, dass du immer mehr und mehr brauchst, um einen gewissen Kick zu bekommen in sexueller Art. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Wie kommt man da auch raus und wie kommt man da rein? Ja, vor allen Dingen finde ich es ganz spannend, dass unser Zuhörer auch sagt, er versucht sich immer, so gut es geht, an die Gesellschaft anzupassen, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen. Und natürlich ist es in einer Gesellschaft oder vielleicht auch in einer Beziehung noch nicht wirklich diskutiert oder besprochen worden, wie man mit Pornos umgeht. Es kann also sein, dass du dir als derjenige, der die Frage gestellt hat, vielleicht auch ein bisschen viel Druck und Stress machst, genau auch in dieser Situation und Frage. Vielleicht habt ihr noch gar nicht angesprochen, wie es ist, Pornos zu konsumieren. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du Pornos konsumierst. Vielleicht hast du das Gefühl, das passt eigentlich auch nicht so wirklich in die Gesellschaft. So richtig gesellschaftsfähig ist es nicht. Vielleicht ist es also etwas, was du im Moment noch versteckst. Wie so eine Art Schattenanteil in dir, mit dem du selber vielleicht gar nicht wirklich was zu tun haben möchtest, der dich aber immer wieder übermannt. Und das ist oft bei Süchten so, egal welcher Art. Ich habe auch vorhin zu Walter im Auto gesagt, man könnte das austauschen. Man könnte das Wort Porno ersetzen mit Essen oder mit Spiel oder mit Kauf und immer nur das Wörtchen Sucht anhängen. Und man wäre gleich wieder beim gleichen Thema, nämlich bei einem Menschen, der noch etwas sucht. Er sucht etwas. Und was sucht er? Vielleicht irgendwie noch mehr und mehr das eigene Selbst. Ein Selbst, das sein darf, und zwar mit allen Anteilen, die da eben in uns sind. Wir haben immer helle Anteile und wir haben auch immer dunkle Anteile in uns. Und je mehr Helles da ist, umso dunkler ist manchmal der Schattenanteil. Und da liegt manchmal noch so ein bisschen der Hase begraben, weil wir diese Schattenanteile auf keinen Fall haben wollen. Und so wie ich ihn verstehe, unserem Zuhörer, ist es so, dass er immer versucht, gut genug zu sein, es richtig zu machen, anerkannt zu sein auch, es für die Gesellschaft gut zu machen. Und das zeugt meistens von jemandem, der noch nicht ganz in seiner Selbstliebe angekommen ist und auch im Selbstwert, der sich immer anstrengt und der eigentlich nur seine schönen Anteile zeigen möchte und für den es manchmal vielleicht auch selber gar keine Schattenanteile geben dürfte. Und genau das ist eines der Gründe, warum sie dann sehr übermächtig werden können. Ja, und diese Schattenanteile, die haben auch immer mit Druck oder Angst zu tun. Und Druck, und den beschreibst du ja schon, ist besonders natürlich da, wenn ich es allen recht machen will, wenn ich in der Gesellschaft gut dastehen will, so wie du gerade gesagt hast. Das heißt also, Sucht hat auch mit Druck zu tun. Und oftmals, und gerade bei Pornografie und Sexualität geht es natürlich um sexuelle Energie. Und wenn die so tabuisiert ist, wenn die sozusagen ja nicht richtig frei im Körper fließen kann, und es ist ja letztendlich Lebensenergie, vielleicht kennst du auch das Wort Kundalini-Energie. Es gibt ja auch Kundalini-Yoga, das ist die gleiche Energie, nur ohne diese sexuelle Erregung. Das heißt also, es geht um Lebensenergie, die im Körper über die Energiezentren im besten Fall nach oben fließen kann. Richtung Herzen und Richtung Scheitel letztendlich. Und wenn diese Kanäle, nehmen wir mal an, es gäbe zwei wie solche Energiekanäle, wie solche Rohre, wenn die eben blockiert sind, wenn die verstopft sind, dann gibt es nur einen Weg raus für diese Energie, nämlich über die Sexualität, über ja, Porno, Selbstbefriedigung oder was auch immer. Und ich glaube, darum geht es, dass wir einmal schauen, okay,
Wie kommt dieser große Druck zustande? Und wie schafft man es, diesen Druck ja erträglicher werden zu lassen, also auch fließen zu lassen, die Energie? Und das hat ganz eng mit den Energiezentren zu tun, weil jedes Energiezentrum steht auch wieder für ein Thema im Leben, wo eventuell Blockaden sein könnten. Und ich habe es bei mir erlebt, dass diese Energie angefangen hat, tatsächlich sich nach oben zu bewegen, wirklich zu fließen, als ich meine Themen mehr und mehr angeschaut habe. Und das war für mich wirklich eine große Erkenntnis, dass die Energie eben nicht nur diesen einen Ausweg haben kann, gerade sexuelle Energie, sondern dass ich die tatsächlich im Körper bewegen kann. Und da geht es darum, dass wir tatsächlich die Blockaden uns Schritt für Schritt anschauen. Ich glaube auch, dass ein weiterer Schritt wirklich der ist, aus dem Schatten herauszutreten. Und da wäre der erste Schritt vielleicht auch wirklich ganz offen und ehrlich, wenn das möglich ist, mit der Partnerin, dem Partner darüber zu sprechen, dass da eben im Schatten noch eine Art Sucht ist, die man für sich alleine zu Hause, deswegen ja auch deine Aussage, du wohnst getrennt von deiner Freundin oder deinem Freund, du möchtest also das eigentlich auch im Schatten lassen. Und das ist auch so die Magie von der Sucht, ne? Bei Süchten ist es oft so, dass man das so für sich im Schatten macht. Und das hat dann auch wiederum so ein Gefühl von eigenmächtig sein, von selbstbestimmt sein. Das macht die Magie einer Sucht aus. In dem Moment, also ein Teil davon, in dem Moment, wo man schon rausgeht, sich öffnet und sagt, du übrigens, ich konsumiere so und so viele Pornos und ich weiß auch, das ist nicht ganz in der Balance. Ich weiß auch noch nicht genau, warum ich das mache. Ich werde es jetzt aber ergründen. Ich wollte dir das nur mitteilen, ist die Magie gar nicht mehr so intensiv und stark. Und zugleich glaube ich, dass da auch vielleicht noch so ein Nähe-Distanz-Thema dahinter stecken könnte. Denn wenn wir uns dann in unserer eigenen Wohnung, unserem Schatten frönen, sag ich mal, und den leben, dann fühlen wir uns selbstbestimmt, dann fühlen wir uns frei, dann fühlen wir uns auch ja wie so ein Stück uneingeschränkt. In Beziehungen kann es oftmals sein, dass man sich noch eingeschränkt fühlt, das Gefühl hat, ich bin da nicht so frei, ich darf das nicht zeigen, besonders wenn man das Gefühl hat, man müsse gut sein, man müsse es allen recht machen. Dann braucht es manchmal wie so eine Art eigenen Rückzugsort und um das dann doch mit dem Gefühl von Druckabbau oder Freiheit anzufüllen, macht man das dann erst recht. Das heißt, es wird noch immer größer, das Thema, und darunter liegt irgendein Bedürfnis oder mehrere Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind oder auch Ängste, so wie Walter gesagt hat. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt natürlich auch sehr viele Impulse bekommst und du die für dich dann auch erstmal sortieren darfst. Also dir wirklich Fragen stellen darfst, wie, warum möchte ich im Moment meine eigene Wohnung haben? Warum möchte ich getrennt sein? Das heißt gar nicht, dass du mit deiner Freundin oder deinem Freund zusammenziehen sollst, sondern einfach nur mal so zu gucken, okay, wie nah darf er mir denn kommen? Und was würde passieren, wenn wir jetzt in einer Wohnung wären? Wovor hätte ich da Angst? Was würde ich bedroht fühlen oder in was würde ich mich bedroht fühlen? Wäre da vielleicht ein Bedürfnis nach Freiheit dann eingeschränkt oder Selbstbestimmung? Und tatsächlich ist das eines der Symptome, die eben auch zu dieser Sucht führt, weil man immer versucht, sich ein Stück weit einen Bereich für einen kleinen Moment lang zu erschaffen, der normalerweise im gesamten Leben sich zeigen dürfte. Vielleicht rede ich da ein bisschen kryptisch. Das heißt also, du darfst für dich mal schauen, was passiert in dem Moment, wo du Pornos konsumierst? Was für Gefühle kommen da, außer der sexuellen Lust natürlich, in dir hoch? Was passiert da mit dir? Hast du da vielleicht wirklich das Gefühl, okay, ich lasse alle, die irgendetwas von mir wollen, jetzt außerhalb meiner Türe und hier innerhalb meines Hoheitsgebietes in meiner Wohnung mache ich was ich will. Es kann also sein, dass du in dem Moment das erste Mal am Tag das Gefühl hast, endlich mal dein Ding machen zu können, selbstbestimmt zu sein, was für dich zu tun. Das sind ja alles Bedürfnisse und die lagern wir manchmal wie so eine Art Projektionsfläche nur auf eine Sache aus. Und die äußert sich dann auch noch in der Sucht. Das heißt, nachdem wir das dann erlebt oder gemacht haben, weil wir uns in dem Moment endlich mal selbstbestimmt und frei und jetzt mache ich mal mein Ding und hier kann nur ich sagen, was ich mache und was nicht, da kann mir keiner reinreden. Danach, in dem Moment fühlen wir uns vielleicht noch gut, aber danach fühlen wir uns sofort schlecht und haben das schlechte Gewissen von, das darf ich eigentlich gar nicht machen, das ist ja gar nicht gesellschaftskonform. Was würde meine Freundin /Freund jetzt dazu sagen? Oh Gott, das darf keiner merken und das macht's größer. Also um da so ein bisschen wie aus so einem Luftballon, der manchmal sehr aufgeblasen dann irgendwann ist, die Luft rauszulassen, ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen, was passiert 5 Minuten, bevor ich das machen will? Was passiert?
Wie fühle ich mich? Was kommt in mir hoch? Kommt da Druck in mir hoch? Das Gefühl, den ganzen Tag lang Dinge auch getan haben zu müssen, die mir gar keinen Spaß machen. Mich verbogen zu haben für irgendwelche Menschen oder irgendwelche Jobs, die mir gar nicht wirklich liegen. Wo lebe ich noch nicht meine Freiheit, meine Selbstbestimmung in meinem gesamten Leben? Denn wenn du das mehr in deinem gesamten Leben lebst, dann brauchst du nicht mehr irgendeine Art von Sucht. Und genau diesen Moment also abzupassen, genau wie Christina gerade gesagt hat, kurz bevor du sozusagen den Computer anschaltest und anfängst, die Pornos zu konsumieren, halt einen Moment inne. Du musst es gar nicht erstmal lassen. Ja, also es ist immer einfach gesagt, zu einem Süchtigen sagen, lass es. Also es hilft nicht, weil es ist ja eine Sucht. Also, was du aber machen kannst, ist, bevor du es machst, die Augen zu schließen und schauen, wie fühle ich mich gerade? Und dann könnte das sein, was Christina gerade gesagt hat, dass du dich dann eben sehnst nach Eigenbestimmung. Aber es könnte auch sein, dass du das Gefühl hast, ich bin so zappelig, nervös und ich fühle mich nicht geerdet. Weil viele Männer erden sich tatsächlich über diese Sexualität. Die sind sonst sehr im Kopf und sehr viel unterwegs im Außen, aber nicht so richtig hier, wumm, sind nicht richtig da. Und viele Männer haben Erdungsprobleme und Sexualität erdet. Und das könnte zum Beispiel auch etwas sein, dass du merkst, wow, ja, ich fühle mich so zappelig, so unruhig. Ich bin schon den ganzen Tag so unruhig. Und wenn ich mir jetzt Pornos anschaue, dann komme ich so ein bisschen runter. Und das könnte das nächste Symptom sein, dass man sagen kann, okay, diese Unruhe, was liegt denn darunter? Die fehlende Erdung, dieses immer woanders sein, anstatt wirklich hier. Was liegt darunter? Und da könnte dann einfach dieser allgemeine Stress und Druck im Leben, dass man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Man muss versuchen, tatsächlich allen, so wie du schreibst, allen gerecht zu werden. Und darunter liegt dann vielleicht ein kleiner Junge, der irgendwann schon angefangen hat, über sich zu denken, dass er nicht gut genug ist. Und so merkst du, dass dieser übermäßige Drang nach den Pornos immer vielleicht auch eine Ursache hat. Und es geht gar nicht darum, dass wir das verteufeln, dass jemand Pornos guckt. Nee, das kann jeder machen, wie er möchte. Aber du redest über eine Sucht. Und die Sucht ist etwas, was dich eben tatsächlich von dir wegbringt. Und daher ist es als erstes wichtig, dass du das spürst, was passiert und dass du auch mal versuchst, weil du merkst ja vielleicht, dass du immer mehr und mehr Input von außen brauchst, um den Kick zu kriegen, um dich erregt zu fühlen und dass du da vielleicht auch die Strategie änderst, indem du, ja, du kannst also Pornos nicht sofort weglassen, sondern vielleicht als Einstieg mal kurz schauen und dann ausmachen und dann mal schauen, okay, wie fühlt sich das an? Kann ich mich jetzt wirklich auf mich einlassen, anstatt mich irgendwo wegzubeamen mit irgendeinem Film? Und etwas zu irgendwo in einem Film zu sein, der ja gar nicht mein Film ist, anstatt deinen eigenen Film zu kreieren, mit deinen eigenen Fantasien, mit dem, was du dir wünschst, und dir das auch zu erlauben, dass du sozusagen deinen eigenen inneren Film aktivierst. Und das könnte dazu führen, dass du immer weniger und weniger von diesen Pornofilmen brauchst, um dich ja selber zu genießen, um tatsächlich in dir etwas zu fühlen, was dich auch, ja, was sich sehr gut anfühlt, was auch nicht immer irgendwo hinführen muss, sondern was vielleicht auch einfach ein wunderschönes körperliches Gefühl ist, ohne dass es jetzt irgendwie im Orgasmus endet oder sonst irgendwas, sondern dass man lernt, die Energie, die in einem ist, diese feurige sexuelle Energie, Kundalini-Energie, Lebensenergie, tatsächlich mal versucht man so ein bisschen in sich zu bewegen, einfach mal zu spüren, auch mit dem Atem einfach mal da sein zu lassen und auch das zu genießen, ohne den Druck, der die ganze Zeit dahinter ist. Ja, und wir haben dazu übrigens ein ganz tolles Webinar aufgenommen zum Thema Partnerschaft, auch zum Thema Sexualität. Und wir haben ein Partnerschaftsprogramm kreiert, in dem auch die Sexualität eine große Rolle spielt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das ein unfassbar wichtiges Thema ist, das oftmals in Beziehung auch nicht wirklich frei und ehrlich angesprochen wird. Und auch das kann wirklich hilfreich sein, vielleicht sich dieses Webinar mal anzusehen oder vielleicht sogar diesen Kurs zu machen, weil man dort auch miteinander nochmal sehr viel mehr für sich und für den anderen und auch für das Miteinander neue Wege finden kann. Es gibt ganz, ganz viele Wege und ganz klar ist, in dem Moment, wo ich noch eine solche Sucht habe, egal wie die ausschaut,
nutze ich diesen Moment der Sucht, des Suchterlebens, um mich wegzubeamen? Und warum beame ich mich weg? Ich beame mich meistens deshalb weg, weil irgendetwas in meinem Leben noch nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Weil ich noch fremde Dinge in mir lebe, die nicht wirklich meins sind. Weil ich mich noch nicht traue, mein eigenes Ding zu machen, mein Leben so zu leben. Und weil da noch viel alter Ballast in mir ist. Noch viele Sätze, Glaubenssätze und dadurch auch ausgelöst Gefühle, unter denen ich vielleicht normalerweise noch leide. Und natürlich ist auch ein sehr guter Weg, sich all das anzuschauen, es zu ergründen, es herauszufinden. Und ich weiß, dass du in unserer Ausbildung bist und das ist großartig, weil das wird diese Sucht definitiv verändern. In dem Moment, wo du zurückschaust in deine Vergangenheit und auch da nochmal das Thema Sexualität aufrollst, da würde sogar dieses kleine Partnerschaftsprogramm, das 7 Wochen geht, sehr unterstützen können, weil wir sehr viele Fragen nochmal sehr speziell zu genau diesem Thema stellen. Was hast du gelernt zum Thema Partnerschaft? Was hast du gelernt zum Thema Beziehung, Thema Nähe, Distanz? Was hast du gelernt zum Thema Sexualität? Und nachdem du dir all das auch nochmal sehr speziell angeschaut hast, was davon gehört überhaupt nicht zu dir? Was davon kannst du über Bord werfen? Wie möchtest du ab heute deine Sexualität, deine Partnerschaft mit deiner Partnerin, deinem Partner genießen und erleben? Das heißt, du darfst diese sehr oft sehr vorbestimmten, übernommenen, alten Muster, Sätze, Glaubenssätze, die wir über Partnerschaft, Sexualität, Beziehung, Pornos über uns haben oder in uns haben, diese ganzen Sätze, die darfst du nochmal prüfen. Stimmen die überhaupt? Was passiert in dir, nachdem du auch die Pornos konsumiert hast? Was kommt da hoch? Ich nehme an, wie bei den meisten Süchten, ein sehr großes schlechtes Gewissen. Wo ist das ursprünglich entstanden? Warum ist das da? Was hat das wiederum mit dem Thema Sexualität und Selbstbestimmung zu tun? Das sind ganz spannende Themen, denen du dich widmen kannst. Denn eins ist klar, das ist nur ein Symptom. Das habe ich genau auch im letzten Podcast gesagt zum Thema Essstörung, zum Thema Esssucht oder überhaupt ein Essverhalten, das nicht intuitiv und normal ist, kommt immer auch daher, dass ich wirklich in mir noch Dinge trage, die gar nicht wirklich zu mir gehören. Ich versuche etwas in mir zu lösen, über dieses Symptom etwas wieder in eine Balance zu bringen, was sonst aus der Balance wäre. Das heißt, es ist nicht einfach nur etwas, was du nicht hinbekommst. Und ich weiß, viele von uns denken ja, wenn sie Süchte haben, ich krieg's einfach nicht hin. Ich check's nicht. Alle anderen checken's und kriegen's super hin. Nur ich bin irgendwie ein Mängelexemplar, weil ich habe die und die Sucht und es darf auf keinen Fall jemand wissen, weil damit bin ich wirklich auch außerhalb der Norm der Gesellschaft. Ich bin falsch, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Und tatsächlich, glaube mir, hat so der ein oder andere, mit dem du auch täglich umgeben bist, so die ein oder andere versteckte Sucht. Und letztlich ist es eine Überlebensstrategie. Eine Strategie, die wir damals angefangen haben zu implementieren, um etwas in Balance zu bringen, was tief darunter liegend noch nicht in Balance ist. Und eigentlich ist es eine sehr kluge Art, das Leben weiter managen zu können und wieder etwas erst einmal in eine Balance zu bringen. Natürlich ist es eine dysfunktionale Balance. Das heißt, es kostet viel. Und man sagt immer so schön, jede Sucht ist ein bisschen ruinös. Tatsächlich ist es so. Es kostet viel Kraft. Es kostet sehr viel Energie, das geheim zu halten. Sehr viel Energie, sich täglich dafür die Zeit zu nehmen. Es ist unheimlich zeitfressend. Deswegen möchtest du natürlich auch da raus und das ist auch gut so. Aber wichtig ist, dass du nicht, egal welche Sucht du hast, sie versuchst zu bekämpfen, weil dadurch, dass du sie versuchst zu bekämpfen, bekommt sie unglaublich viel Macht und Größe. Das ist wie eine Tür, die du verzweifelt versuchst fest oder zuzuhalten. Dadurch, dass du sie versuchst zuzuhalten, bist du die ganze Zeit mit dieser Türe beschäftigt. Du stehst auch die ganze Zeit an einem Ort, weil du hältst sie zu. Deine Energie ist sehr gebunden darin. Du kannst dich gar nicht um andere neue Dinge kümmern. Du kannst auch gar nicht dein Leben umgestalten, weil du hältst die ganze Zeit nur diese Türe zu, hinter der dieser große böse Geist von Sucht wohnt. Aber diese Türe darfst du öffnen, denn diese Sucht gehört zu dir. Im Moment heißt nicht, dass sie morgen noch da sein muss. Aber wichtig ist, sie erstmal zu akzeptieren, zu wertschätzen, warum sie da ist, zu schauen, wie dient sie dir, auch heute noch? Was geschieht also 5 Minuten vorher? Wie fühlst du dich in dem Moment, wo du das lebst, was deine Sucht ausmacht? Wahrscheinlich kommt Erleichterung. Wahrscheinlich kommen auch Gefühle von, mein Gott, endlich mal können mich mal alle da draußen und so weiter, ich mache mein Ding. Solche Dinge können kommen, Selbstbestimmung, Macht kann sich dann auch positiv anfühlen. Und auch all das wertzuschätzen. Und zu sehen, okay, wie kann ich jetzt das, was ich für diesen kleinen Moment, bevor die Schuldgefühle kommen und alles andere,
Wie kann ich mir das erschaffen im täglichen Leben? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es noch, diese Gefühle in mir hervorzurufen? Wie kann ich das im täglichen erreichen, ohne dass ich es in meinem Schattendasein leben muss? Ja, wie kommst du jetzt nach all diesen guten Ideen wirklich für dich weiter? Ich glaube, dass du wirklich Bewusstsein hineinbringst, genau wie Christina gerade gesagt hat, diese 5 Minuten. Und wenn du dann dabei bist, tatsächlich schau mal, wie sehr bist du in dir und oder wie sehr bist du weg von dir? Und bei einer Sucht ist es ganz gut, langsam die Dinge zu verändern, also zurückzufahren. Das heißt also, auch wenn es sich erstmal gar nicht so toll anfühlt, immer wieder zu schauen, währenddessen, okay, bin ich gerade in mir oder bin ich gerade irgendwo anders? Weil meistens ist man in Süchten ja weg von sich, weit weg von sich. Und meistens ist das Herz nicht weit geöffnet, sondern eher geschlossen, weil man ja etwas versucht auszuleben oder muss ausleben muss, dass man ja automatisch sozusagen zumacht zu sich und sich irgendwo hinbeamt. Und deswegen auch ein ganz guter Tipp ist, dass du wirklich dir Zeit nimmst, währenddessen anzuhalten und sagen, okay, wo bin ich denn gerade? Dich nicht sofort zu verurteilen, Mensch, ich krieg's nicht hin, ich bin ja irgendwie, was weiß ich, wie du dich nennst dann dabei. Da gibt's ja manchmal auch wirklich schlimme Namen. Ich hatte auch einen Klienten, der dachte, er ist pervers und er ist falsch und er ist die letzte Sau. Also ich bin richtig dann hart zu sich. Und es geht also wirklich darum zu merken, okay, wo bin ich? Und je mehr du dich spürst, je mehr du wirklich mit deinem ganzen Bewusstsein dort drin bist, umso mehr hast du auch die Kontrolle über dieses dann Bewusste, weil vorher ist es ein unterbewusster Mechanismus, der einfach losgeht. Und dieser Klient hat mir auch gesagt, er springt dann immer von Seite zu Seite zu Seite, da reicht der Kick nicht, da ist das, fehlt das, da, und er ist immer nur am Suchen, Suchen, er ist wie in so einem Hamsterrad. Und es ist anstrengend, er ist völlig von sich getrennt und letztendlich sagt er, es ist einfach frustrierend. Danach fühle ich mich nicht erfüllt, sondern frustriert. Und daher vielleicht auch noch jetzt ein letzter Tipp ist, wenn du eine Partnerin, einen Partner hast, dann kann es sein, dass der eine oder die andere mehr oder weniger Lust auf Sexualität hat. Aber man kann trotzdem, wenn man gelernt hat, über Sexualität zu sprechen, tatsächlich es auf eine Art gemeinsam erleben, wenn es nicht diesen riesigen Ballast der Tabuisierung mit sich trägt. Sagt, oh, da reden wir nicht drüber, das tut man nicht und das tun wir am besten irgendwo, wo es keiner sieht. Und Sexualität ist, glaube ich, nicht so gedacht, sondern sie gehört gerade in einer Partnerschaft in die Partnerschaft. Und das heißt nicht, dass Christina das machen muss, was ich will oder umgekehrt, sondern dass aber auch sie oder ich sehr wohl die eigenen sexuelle Lust erleben kann, ohne dass ich unbedingt genau das Gleiche haben muss. Aber ich kann dabei sein, wenn ich will oder auch nicht. Ich glaube, wenn du mit deiner Partnerin darüber sprichst und wirklich einmal, ja, einfach mal ehrlich bist, dass du die und die Fantasien hast, und egal, wer jetzt zuhört, dass du dich öffnest und dass du dieses Deckmäntelchen, das schwarze Deckmäntelchen des Tabus langsam lüftest von dem Thema Sexualität und sie nochmal in deiner Partnerschaft ganz neu erlebst, nämlich wie so auf einer grünen Wiese sagen, ja, was würden wir denn genießen, wenn wir überhaupt keine Gedanken oder Bewertungen über das Thema Sexualität hätten? Da muss ich echt nochmal unser Programm erwähnen, weil ich wirklich glaube, dass es auch für Singles, die jetzt gerade zuhören und einen ähnlichen Mechanismus in sich kennen oder auch merken, ja, ich traue mich gar nicht, mich wieder einzulassen, dann kann dieses neue Programm von uns wirklich sehr, sehr gut helfen, in 7 Wochen da sich selber auf die Spur zu kommen zum Thema Partnerschaft, Beziehung, zum Thema Sexualität, zum Thema ich mit mir, mein Körper, meine eigenen Bedürfnisse, die besser kennenzulernen. Dafür dient das wirklich sehr. Und ich glaube, da geht es auch darum, nochmal auch bei dir persönlich zu gucken, wenn du das als Druckabbau nutzt, was ich mir gut vorstellen könnte, weil viele Süchte dem Druckabbau dienen, dass du auch wirklich prüfst, wo kommt der Druck her, den du dir täglich machst? Wann beginnt er? Wodurch entsteht er? Und ich bin selber ein Experte, was Druck anbetrifft. Ich habe mir selber mein ganzes Leben lang sehr, sehr viel Druck gemacht, auch aus dem ja wirklich tiefen Grund heraus zu glauben, ich sei sonst nicht gut genug. Also da fängt es ja schon mal an, das hast du sogar selber erwähnt, dass du das auch gut kennst. Aber dann ist dieser Druck
unglaublich und immens, den wir uns selbst machen. Und da darfst du dich wirklich beobachten. Wahrscheinlich ist deine To-Do-Liste unglaublich groß, die Erwartungen an dich und auch an andere sind unheimlich groß und auch da darfst du ansetzen. Das heißt also, wir setzen ganzheitlich im gesamten Leben, in jedem Bereich deines Lebens an, um letztlich diese rote Signalleuchte von Symptomen, die nur etwas zeigen will, nämlich, hallo, da stimmt was nicht, dann nach und nach zu lösen und zu heilen. Aber die Themen sind nicht nur im Thema Sexualität, sondern sehr wohl im gesamten Leben, im täglichen, im Sein, im Bezug zu dir selbst, im Bezug zu deinen Bedürfnissen, wie klar bist du dir da schon, was du brauchst, was du willst, was dir wichtig ist, in Bezug auf die eigenen Werte, da geht's eigentlich lang. Und da kann eines der Ideen sein, dass du jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend eine Minute reinfühlst in dich und fühlst, wie hoch ist gerade mein Druck. Von 1 bis 10 auf der Skala, ihr wisst, ich liebe diese Übung, wie hoch ist gerade mein Druck. Wenn du morgens aufwachst und er ist schon bei einer 8, dann wissen wir, dass du das Thema Druck unter Umständen mit in den Tag nimmst und es nicht weniger wird. Dann kommt noch dieser Anspruch an dich und jener Anspruch an die anderen und das noch und das muss erledigt werden und hier bin ich nicht gut genug und das ist noch. Und all das bringt immer mehr auf deine Habenseite von Druckbilanz. Und irgendwo muss dieser Druck wieder weg, er muss raus. Und manchmal nutzt man die eine Möglichkeit und dann gibt es noch viele andere, aber du scheinst eben diese zu nutzen. Und da eben zu schauen, wie kann ich diesen Druck am Tag schon abbauen? Und das ist wirklich eine ganz einfache Frage an dich, an deinen Druck, denn es ist ja dein Druck. Muss der gerade auf einer Skala von 1 bis 10 schon morgens nach dem Aufstehen eine 8 oder eine 9 sein? Und wenn du merkst, nee, muss eigentlich nicht, dann sag deinem Druck, dir selber und deinem Druck, okay, dann darfst du wieder zurückgehen auf eine 4 oder eine 5, es genügt. Und auch zu schauen, warum habe ich diesen Druck? Der Druck will uns ja auch unterstützen. Er will uns ja fördern, darin etwas wirklich auch zu tun. Mein einziges Antriebsmittel war früher Druck. Ich habe gedacht, ohne Druck kriege ich ja nichts auf die Reihe, also habe ich mir Druck gemacht. Und es muss auch dein Überlebensmechanismus Druck mal hören, dass du jetzt vielleicht neue Dinge implizieren möchtest, in dir neue Dinge entstehen lassen möchtest, dass du eben jetzt auch weißt, okay, ich funktioniere doch auch wirklich gut ohne Druck. Vielleicht funktioniere ich sogar gut über Begeisterung und innere Motivation, über Freude am Leben und Leichtigkeit. Vielleicht gibt mir das die Kraft und die Energie, Dinge zu Ende zu führen und zu tun. Vielleicht brauche ich gar nicht nur Druck als einzigen Antrieb. Und wenn du das bemerkst, ach ja, ich funktioniere sogar besser mit Motivation und wenn mir was Spaß macht, dann lass es deinen Druck wissen. Und guck immer wieder am Tag, okay, springt das alte System an. Gut, ich sage dir, mein liebes altes System, danke, dass es dich gibt. Du brauchst jetzt nicht mehr zu funktionieren, du darfst dich ausruhen. Ich nehme lieber die Motivation oder den Spaß an der Arbeit oder die Freude am Leben und nehme das als Antrieb. Aber all das sind so Bewusstseinsdinge, die man jetzt so für sich klären darf und wo man hinschauen darf. Das heißt, du darfst jetzt diese Zeit nutzen, um dich immer wieder liebevoll zu beobachten und zu gucken, wann springst du an? Wann springt was in dir an? Wann kommen welche Gedanken und alte Glaubenssätze in dir? Welche Gefühle lösen die aus? Und was willst du dann tun? Und je mehr du das beobachtest, umso mehr ziehst du diesen ganzen Automatismus, diesen Mechanismus, der einfach so von alleine funktioniert, ziehst du wie so ein Kaugummi in die Länge. Und man kann sich das auch vorstellen wie so ein Film, der immer den gleichen Weg geht. Und du machst wie so eine Art langsamerer Dreh draus, sodass du ganz genau sehen kannst, ah, jetzt kommt der Moment, da ist der Druck da, dann kommt der Moment. Ich schaue, dass ich mir meine Freundin vom Leib halte, damit ich heute Abend Zeit habe, für mich zu sein, in meinem Schattendasein, um das zu leben, was mir wieder dieses Gefühl von Freiheit bringt. Ah ja, dann mache ich das, ah gut, dann fühlt sich das vorher so an, da liegt das und das Bedürfnis drunter, eigentlich bräuchte ich jetzt Nähe, Liebe, Entspannung, das Gefühl, ich bin gut so, wie ich bin und ich kenne nur dieses selbstbestimmte Gefühl von, okay, dann hole ich mir das über den Porno, das mache ich selber, ich erfülle mir mein Bedürfnis selbst, vielleicht kennst du es auch gar nicht, dir Bedürfnis auch mal von anderen Menschen quasi erfüllen zu lassen, weil du es in deiner Kindheit nicht so erlebt hast, hör dazu gerne nochmal alle Podcasts zum Thema Sucht an. Weil es ist etwas, was wir früh schon gelernt haben, mich unterstützt da jetzt niemand. Ich muss selber gucken, wie ich klarkomme. Und das ist ja eine sehr autarke, für dich funktionierende Mechanik, die du da für dich begründet hast. Die auch wieder loszulassen und zu gucken, wie kann ich mir das jetzt anders erfüllen? Vielleicht hole ich mir Hilfe. Vielleicht spreche ich jetzt, bevor ich mit dem Porno angucke, doch nochmal mit einem Freund und schaue, ob ich über das Gespräch die Bedürfnisse erfülle, die ich erfüllt haben will. Ja, und der Der Sprit im Druckmotor ist Angst, weil unter dem Druck liegt immer irgendeine Art von Angst. Und vielleicht erlernst du auch einfach Angst,
darin zu entdecken und einfach mal da sein zu lassen, fließen zu lassen, mit deiner Angst einen Moment zu sein, zu atmen, sie sich ausbreiten zu lassen. Und je mehr du den Klammergriff um die Angst löst, so kann sie sich vielleicht auch wirklich aus dir heraus lösen, sie kann fließen, der Druck wird weniger. Und wir wünschen dir sehr, dass du dieses wunderbare, ja, vielleicht das Schönste, was man mit seinem Körper erleben kann, nämlich dieses sexuelle Gefühl, entweder mit deiner Partnerin, mit deinem Partner leben kannst, ohne dabei diesen Druck zu empfinden. Vielleicht sogar die Energie in dir fließen lassen kannst. Und wir wünschen dir sehr, dass du, wenn du auch selber mit dir alleine Spaß haben möchtest, dass du dabei wirklich Spaß hast. Nämlich, have fun ist vielleicht genau dafür gedacht, dass wir mit unserem Körper auch Spaß haben und nicht Getriebene sind, sondern wirklich Genießende. Und das wünschen wir dir sehr. Also, alle, die jetzt zugehört haben, es geht immer wieder darum, dass du dich mehr so annimmst, wie du bist, mit allen Seiten an dir, auch den Schattenseiten, ganz besonders denen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir eine tolle Woche und wünschen uns für dich und für die gesamte Welt und jeden Einzelnen hier, dass du dein Strahlen in die Welt bringst, weil dein Strahlen diese Welt zu einem besseren Ort macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal in unser Webinar rein zum Thema Partnerschaft. Wir werden es dir unten verlinken. Und wir hören uns und sehen uns schon nächste Woche. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.